Mazda Primacy. Bremsschläuche vorne wechseln und entlüften. Leider muss ich das jetzt hier draußen machen bei 2 Grad, weil die Garage voll ist. Naja. Ich hoffe, das gibt eine schnelle Nummer jetzt hier. Ja, da sind die Bremsschläuche. Und der da muss raus. Ja, was machen wir zuerst? Wir lösen den Schlauch erstmal am Dämpfer selbst. Dann lösen wir ihn von der Zange. Und dann da oben. Ich sprühe das jetzt erstmal mit WD-40 ein. Und dann entferne ich den Schlauch. Also das WD-40 ist jetzt seit ca. 5 Minuten drauf. Das müsste langen. Legt euch so eine Plane unter das Auto, weil könnte schmutzig werden. Bremsflüssigkeit läuft aus, wenn der Schlauch entfernt wird. So, also was ihr zuerst macht ist, ihr zieht die 2 Klipse raus. Ja, das könnt ihr mit dem Schraubendreher machen und dann zieht ihr die mit einer Zange raus. Das seht ihr gleich. Ja, und dann löst ihr hier oben diese Mutter und Zähneschlüssel und hier die hier auch mit dem 12er. So einer ist das. Nochmal der gleiche. Also den nicht nach vorne rausziehen, sondern nach hinten raus. Und der Schlauch raus. Der wird nach unten rausgezogen, wenn die gelöst ist. Im Zähne. Jetzt noch den unten im 12er. So, hebelt den ein bisschen raus. So, ihr habt hier diesen Nippel. Ja, das ist die Arretierung, dass der wieder auf korrekte Position eingebaut wird. Also da ist ein kleines Loch, da steckt ihr den rein und dann seid ihr auf einer richtigen Position, dass er sich nicht verdreht beim Verschrauben. Und wichtig, ihr habt hier so Kupferscheiben. Hier. Dann nehmt ihr am besten neue oder nehmt die alten. Wenn ihr keine neuen habt, macht sie sauber. Aber verliert die Dinger nicht oder vergesst sie beim neuen Schlauch. Sonst wird es undicht. So, das sind 2 Stück. Einer hing noch an der Bremszange. Manchmal sind sie auch fest hier am alten Schlauch dran. Könnt ihr mit dem Schraubendreher einfach abschnicken. So, Schraube, Kupferscheibe, durch. Kupferscheibe wieder drauf, Nase ins Loch und verschrauben. Wieder da.
Also ihr könnt den auf in zwei Positionen einbauen. Ihr seht, das ist wie so eine geschwungene Feder. Der kommt halt so wieder rein, dass die gebogene Seite zu dir zeigt. Oder merkt euch einfach, wie ihr es ausgebaut habt. Ne? Guckt da mal genau hin. Genau das ist das, was ich euch zeigen wollte, sonst struggelt ihr gleich mit diesen Befestigungsclips. Ihr müsst hier in diesen Sechskant rein, mit dem Sechskant hier. Ja. Und dann müsst ihr so ein bisschen drehen. Hier genau so, dass ihr so drin seid. Weil dann guckt das weit genug nach oben. Ja, also bis sie drehen und so zack. So, das war's. Jetzt macht ihr das Ganze nochmal sauber, gerade hier an den Verbindungsstellen, um nachher zu schauen, ob undicht ist oder nicht. Und das war's schon. Jetzt kommt der Reifen wieder drauf und dann geht's zum Entlüften. Ja, das ist hier so eine Bon Jovi Sonderedition von Mazda. Sieht geil aus, ne? Und hält immer noch. Ja, auf jeden Fall zum Entlüften müssen wir an den Bremsflüssigkeitsbehälter. Der sitzt ganz geil da unten. Das heißt, wir müssen die Abdeckung hier erstmal abschrauben, dass wir ordentlich rankommen. Und dann ziehen wir hier erstmal mit einer Spritze so ein bisschen den alten Scheiß da raus und befüllen das dann mit neuem. Und fangen mit der Entlüftung an. Also der Behälter sitzt hier, also vorne Fahrerseite, und entlüften fängt man an mit dem am weitgelegensten Punkt. Das wäre dann Beifahrer hinten, danach Fahrer hinten, Beifahrerseite und dann die Fahrerseite. Ich schraube jetzt erstmal die Abdeckung ab und ziehe die alte Flüssigkeit raus. Also schaut zum Entlüften, dass ihr immer genug Bremsflüssigkeit im Behälter habt. Nicht, dass ihr euch den leer macht beim Entlüften und dass ihr wieder Neuluft zieht hier über dem Behälter. Da habt ihr den Nippel, da zieht ihr die Gummitülle ab. So, dann nehmt ihr euch so eine Flasche, so eine kleine Flasche mit ein bisschen Bremsflüssigkeit ohne drin, einen Schlauch und steckt den Schlauch auf diesen Nippel. Guckt, dass das andere Ende vom Schlauch hier ganz unten ist, also in der Bremsflüssigkeit steht. Somit verhindert ihr, dass ihr Rückwärtsluft zieht über die Flasche. Also guckt, dass das immer hier ganz unten am Boden ist. Gebt euch ein Achtermal.
ihr macht so eine Viertel bis halbe Umdrehung, öffnet ihr die Schraube. Weil dann geht ihr zum Bremspedal. Und guckt, dass ihr den auf keinen Fall komplett durchtretet, sondern drückt ein Drittel bis ein halb. Ja, bleibt so in der Spanne. Also ich mache das auch mit den Händen, um ein bisschen mehr Gefühl drin zu haben. Das war schon. Nicht komplett durchdrücken, sonst verreckt euch vielleicht noch der Bremszylinder. Das macht ihr jetzt 3-4 Mal. Noch nichts. Und siehe da. Flüssigkeit ist da. Ich muss noch mal den Behälter ran. Okay, wir sind noch über Minimum. Also jetzt kommt die Gummitonne wieder drauf. Rad drauf und Feierabend. Ich baue das jetzt wieder zusammen. Das war jetzt die letzte Seite. Die anderen drei vorher, die habe ich jetzt ohne Kamera gemacht. Ich meine, im Prinzip ist es überall das Gleiche. Das war der letzte und dann mache ich eine Probefahrt. Kontrolliert nochmal, ob das hier alles dicht ist. Das, was ich vorher sauber gemacht habe. Ja, guck da noch mal genau. Und wenn das passt, seid ihr fertig. Also, das war Schlauch wechseln und entlüften. Peace.